Das wurde mir angezeigt. Was ist das überhaupt? Was macht der? Scheiße. Ich komme mit dem Affen gerade noch zielen. Jetzt schießt er da irgendwo anders hin. Tag. Das war, glaube ich, dumm von mir. Ich habe mich gerade nur gewundert, warum schießt er auf dich selber? Ist er doof? Oh. Ich hätte es, glaube ich, entscheiden sollen. Jo. Wie mache ich das? Fuck it. Jetzt kann ich den verkaufen, weil der gibt da jetzt keinen Sinn gerade. Mist. So. Der gibt da immer noch keinen Sinn. Schießt er dann wenigstens. Wow, Banane. Wow. Bananas. Oh, der Bossgegner. Und ja, ich musste die letzte Folge doch früher aufhören. Deswegen sind wir erst noch bei 46. Nicht bei 50. Beschwert euch nicht. Nee, weil die Aufnahmedatei war schon zu groß, deswegen. Sonst wäre es gegen Ende nämlich asynchron geworden. Und das wollen wir ja nicht. So, wir machen mal direkt weiter auch. Ach, jetzt kommen die Tonschlawiner. Okay, Affen fliegen gerade. Willkommen to Lalalaland. So, erstmal die Banane einsammeln, dann weiter. Scheiße, es läuft gerade verdammt gut hier. Wo kommt die Rakete unten her? Ach, Lava, das war ja meine Bombe. Schon geupgradet. Was machst du? Ich verstehe. Affenfestung. Das wird schon irgendwie seinen Grund haben. Das Geld sprießt aber auch gerade herein, die Sau, ey. In der Zeit ist man geübt da drin. Ja, ich wünsche, ich könnte es einfach so speichern. Und dann halt, wenn ich dann sage, ja, morgen spiele ich weiter, weil ich dann direkt anfangen kann, wo ich stehen geblieben bin. Und nein, ich muss davon wieder komplett von vorne dann machen. Alter. Finde ich nicht gut. Super. Wertvolle Bananen. Jede Bananenstaude oder Kiste ist 50% mehr Geld wert. Direkt gekauft, man. Direkt. Affen-Money und so YouTube-Money. Oh, yo, 60. 20 Affen-Dollar Mehrwert. Wert. Nice. Das kann man noch weiter upgraden. Ja, die Bananen kriege ich jetzt nicht. Wer stoppt die gerade so? Ah, der Zauberer. Ich glaube, noch mehr von diesen Bananenplantagen brauche ich auch gar nicht mehr bauen, ey. Oh.
Kann ich hier noch jemanden upgraden? Dich. Affendorf. Dschungeltrommeln inspirieren die Türme in der Nähe dazu. Ah, okay. Dafür sind die Häuser ganz gut. Damit die Affen auch ein bisschen gestärkter werden, sag ich mal. Nicht schlecht. Ah, ich guck wieder Bossgegner. Ist ja ganz schön viel los, ne? Ist das schlimmer als auf der A1 hier. Ach hier, den Superaffen, den haben wir fast vergessen. Der ist nämlich auch super. Der macht einmal ratatatat und schon sind sie alle weg. Gleich doch. Der Superaffe ist Hammer. Oh. Ja, ja, ich will erstmal den Superaffen hier upgraden. Wow. Den Superaffen finde ich Hammer. Das ist einer meiner Lieblingsaffen auf jeden Fall. Boah, seht euch das mal an, was der Superaffe da drauf hat, ne? Da haben die Ballons hier keine Chance mehr, Alter. Ich glaube, es gibt keine Kryptonit-Ballons. Wer Superman kennt, weiß, von was ich rede. Boah, dieser Affe, der ist einfach nur Imba, Alter. Der Affe ist sowas von Imba, ne? Boah, Fallschutzgewehr, für wen eigentlich? Welcher war das nochmal? Schießt wie... Ach so, das ist ein neuer Turm. Okay. Jo, neuer Turm ist das. Ich hoffe, du ballerst sie alle weg. Komm, wir machen hier noch einen zweiten hin, wenn ich schon die Chance dazu habe. Wo schießt ihr hin, Alter? Ach so, guck mal. Ich muss es mit meiner Hand selber machen, wenn ich dann hier die Bananen einsam... Ah, Lava. Alles klar, also ich steuere die selber hier. Die mit der Minigun. Oh. Oh. Hallo? Huh. Ich würde gerne noch so einen Superaffen haben. Das ist echt zu teuer, der 3500, krass. Die macht so einen Spaß, Mann. Wie übel. Wir haben gerade drei von unseren Bossgegnern hier. Kann ich den hier irgendwie noch hinpflanzen? Irgendwo. Hier. Das war ein schnelles Ende. Wir haben übrigens die 50 Runden geknackt. Gucken wir echt mal, wie viele Runden wir diesmal durchstehen hier. Das ist so krass, ja, einfach nur. Oh. Wirbelwind herbeirufen. Tornado also.
Das ist also die Devise hier. Am Upgraden wieder. Bei dem Spiel ist es halt so ein Ding, man möchte nicht zu viel wegschneiden, eigentlich so gut wie gar nichts eigentlich. Deswegen werde ich die Spiele vielleicht auch ungeschnitten lassen. So, Klebstoffschlauch. Ja, wird schon. Wow, was? Ich habe das gar nicht gesehen. Das ist unser Schiff. Leck mio. Ich habe ganz halt nur auf die Bananenplantage geachtet gerade. Weil ich denke so, ja, mein Affengang, ich schaffe das sowieso. Ich sage, YOLO, Mann. Ich schaffe das. Ich bin so locker. Hier drauf schießen. Die Runden werden immer schneller. Also sie gehen immer schneller vorbei. Ich würde sagen, in dieser Folge haben wir auf jeden Fall wieder was Neues, vieles Neues entdeckt. Reißnagelspürer. So. Haben wir mal gemacht eben. Wo ich kann einfach mal irgendwie, aber den können wir hier noch ein bisschen upgraden. Machen wir. Oh, fuck, ich habe vergessen, die Bananen einzusammeln. Aber wenn man es nur wieder vergisst, dann ist es ja, glaube ich, auch nicht so schlimm jetzt. Weil man sieht ja, das Geld kriegt man so oder so verdammt schnell hier wieder rein. Nur da halt diese Affen, die man selbst halt so bewegen muss, das ist ein bisschen nervig. Ja. Man kann auch nicht irgendwie umstellen. Weil das ist nämlich echt nervig, dass die halt selber bewegen muss. Fabrik. Was bedeutet jetzt? Was macht er jetzt? Ach du Scheiße. Ich bin wieder nur rumgeballert, gerade überall. Und wir haben immer noch unser komplettes Leben. Ich sag doch, die haben hier überhaupt keine Chance mehr. 4500, okay. Haben wir. Boah. Wie krass das ist, Alter. Das ist übelst, übelst krass. Das ist irgendwie schon fast unfair für die Blooms. Ach du Heiliger. Was ist das? Das ist. Das nenne ich mal Big Mama. Ja, wo schießt ihr hin? Darauf. Alle darauf schießen. Schneller, wenn's geht. Ach, jetzt werden die auch noch zu klein. Oh, fuck, Alter. Das sieht knapp aus. Oh, bitte nicht. Nicht verkacken, nicht verkacken. Mach die platt! Mach die bloß platt, Alter. Ob mir das gefallen hat? Ich hatte gerade einen halben Herzinfarkt. Aber ja, es hat mir gefallen. Oh Mann.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was hier überhaupt noch abgeht. Weil ja verdammt viel los ist. Okay. Dann machen wir direkt, weil das ist gerade mein Lieblingsaffe irgendwie. Und es scheint ja auch gut zu funktionieren, also. Ah, das macht diese Nagelfabrik. Der macht halt diese, der wirft hier diese Nägel überall hin, diese. Hier, ne, diese schönen so. Also hier, die meine ich. Jetzt habe ich die genau. Geht doch. Upgraden, nein. Ich bin jetzt immer noch gut dabei. Also auf jeden Fall besser als meine letzte Runde. Kann ich hier irgendjemanden noch upgraden? Bis jetzt, ja, den hier, ne? Hier. Kann ich dich upgraden? Guck gerade, ich will, bevor ich nur weiter hier mache, auch mal eben. Ich habe die bis jetzt alle schon verdammt krass aufgepippt. So, eine Runde machen wir noch eben, dann mache ich gleich eine kleine Pause. Dann geht es aber heiter weiter in der nächsten Folge weiter. Das war ein guter Satz. Wenn ich jetzt schon verkacke, Alter. Ja, sieht aber gut aus. Gerade noch so. Also diesen Turm hier finde ich aber übelst beschissen, irgendwie. Weil ich die ganze Zeit selber steuern muss. Das ist dann halt echt unpraktisch, wenn ich die gerade dahin steuere. Und dann tue ich gerade Bananen aufsammeln, dann steuern sie natürlich zu einer Bananenplantage hin. Das ist echt so ein Ding für sich. Also diese Turm finde ich nicht so toll. Seht ihr gerade, wie die Balance sich da bewegen? Oder? Die fliegen ja schon, sie werden wegfasst. Hubschrauber. Her mit dem Hubschrauber. Boah, es fehlen uns nur noch zwei Türme, dann haben wir alle freigeschalten. Heftig. Den Hubschrauber tun wir mal da rum hin. Du hast einen Hubschrauberpiloten. Dieser starke Angriffshubschrauber hat mehrere Patrouillenfunktionen. Wähle zwischen Berühren, Folgen, Fest verankern und Patrouillieren, wo er zwischen zwei gefliegenen Punkten angreift. Das ist nämlich das Ding. Kann ich das hier nicht auch irgendwie fest positionieren? Ja gut, der soll sich gut bewegen. Na, ich mache erstmal eine Pause. Ich mache erstmal eine kurze Pause und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge hier bei dem Level. Denn noch haben wir unsere 150 Leben, Mann. Wer weiß, wie viele Folgen wir hier durchhalten werden. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge.